Schicksalsschläge und Glücksfälle sind Ereignisse, die unerwartet eintreten. Sie können unser Leben verändern. Deine Ehe könnte in die Brüche gehen oder du hast einen tragischen Autounfall und von heute auf morgen ist alles anders. Selbst wenn du noch keine großen Schicksalsschläge durchgemacht hast, so hast du sie sicherlich bei anderen wahrgenommen. Du hast gesehen, wie ein Bekannter oder ein Freund um seine verstorbene Mutter trauert. Und du stellst dir vor, wie es wäre, wenn auch deine Mutter diese Welt verlässt. Oder wenn einer deiner Freunde plötzlich großen Reichtum erlangt, stellst du dir vielleicht vor, was du mit dem vielen Geld machen würdest. So ereilte auch unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Schicksal, das wir nicht nachempfinden können. Und zwar die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Nur wenige Menschen konnten die gleiche Erfahrung machen wie Muhammad alaihissalatu wassalam. Daher kann er uns mitteilen, wie der Moment der ersten Offenbarung für ihn gewesen war. Nach seiner Begegnung mit Jibril alaihissalam und der ersten Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala war Muhammad sallallahu alaihi wasallam körperlich und seelisch am Ende seiner Kräfte. Er sallallahu alaihi wasallam war verwirrt und verängstigt. Von diesen Emotionen getrieben, eilte er sallallahu alaihi wasallam nach Hause zu seiner Frau Khadija radiallahu anha. Als sie ihn sah, merkte sie sofort, dass etwas vorgefallen war. Die Verwirrtheit und Furcht waren ihm anzusehen. Er sallallahu alaihi wasallam war schweißgebadet und zitterte. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekam nur wenige Worte raus und sagte nur: "Bedecke mich, bedecke mich." Seine Frau warf eine Decke über ihn und beruhigte ihn, indem sie sagte: "Allah wird niemals Schande über dich bringen. Du bist jemand, der die Verwandtschaftsbande pflegt. Du trägst die Last der Schwachen, du hilfst den Armen und Bedürftigen und versorgst die Gäste und du erträgst die Härte auf dem Weg der Gerechtigkeit." Die Worte seiner Frau beruhigten ihn etwas. Doch der Schock des Gesandten sallallahu alaihi wasallam saß noch tief. Während er sallallahu alaihi wasallam Khadija radiallahu anha alles erzählte. Doch was hatte all das nur zu bedeuten? Sie brauchten den Rat von jemandem, der etwas über solche Offenbarungen wusste. So kam Khadija radiallahu anha auf die Idee, Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihrem Verwandten Waraqa bin Nawfal zu bringen. Er war ein blinder alter Mann und ein Gelehrter alter Schriften, der das Christentum angenommen hatte. So gingen sie gemeinsam zu ihm. Dort angekommen sagte Khadija: "Ja Waraqa, hör deinen Neffen an." Waraqa schenkte ihm alaihissalatu wassalam Gehör und fragte: "Oh mein Neffe, was hast du gesehen?" Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam erzählte ihm, was geschehen war. Waraqa antwortete daraufhin: "Das war Jibril, der Engel, dem göttliche Offenbarungen anvertraut werden, den Allah auch zu Musa schickte. Ich wünschte mir, ich wäre jung genug, um es zu erleben, wenn dich deine Leute vertreiben." Muhammad sallallahu alaihi wasallam konnte sich das nicht vorstellen und fragte erstaunt: "Werden sie mich wirklich vertreiben?" Waraqa antwortete: "Jeder, der mit etwas Ähnlichem gekommen ist, mit dem du kommst, wurde feindlich behandelt. Und wenn ich bis zu diesem Tag noch am Leben sein sollte, werde ich dich mit all meiner Kraft unterstützen." Muhammad alaihissalatu wassalam verstand nun, dass er als Prophet auserwählt wurde und dass die Worte, die ihm offenbart wurden, eine Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala an alle Menschen sind. Mit Schicksalsschlägen und Glücksfällen werden wir von Allah subhanahu wa ta'ala geprüft. Im Moment der Überraschung und Überwältigung zeigen wir mit unserer Reaktion, wer wir in Wahrheit sind. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war von der Offenbarung überwältigt. Er sallallahu alaihi wasallam realisierte zuerst nicht, welche Ehre Allah subhanahu wa ta'ala ihm damit gab. Große Sorgen machten sich anfänglich in seinem Herzen breit. Er sallallahu alaihi wasallam hatte auf die Ehre von Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt worden zu sein, mit Furcht und Verwirrtheit reagiert. Muhammad sallallahu alaihi wasallam befürchtete, seinen Herrn enttäuscht zu haben. Was geschieht wohl als nächstes? Aus Verwirrtheit wurde Sehnsucht.